Wir machen jetzt eine der großen Herausforderungen. Wir machen nämlich jetzt das Remake einer Trickserie mit echten Schauspielern. Das sind ja immer große Helden, die da gespielt werden. Superman, Batman. Was bleibt da für uns? Natürlich die Biene Maya. Ist ja klar. Und diese Biene, die ich meine, die heißt Mirja natürlich. Du bist unsere Maya. Tätje, du bist eine kleine Drohne. Du bist der faule Winnie. Paul, du bist der blitzgescheite, aber auch ein bisschen aufgeregte Flip, der Grashüpfer. Komm, Paul, hüpf. Hüpf hinein. Das wäre schwierig geworden. Hätte er das mal geübt vorher. Ah, so, einer muss natürlich Regie führen, weil ich kann es nicht tun. Du führst Regie. Was machst du? Ich spiele die schlecht gelaunte Spinne Thekla. Die hatte immer ein Kopftuch. Ja. Ich mach dir zu, machst du mir zu. Das habe ich jetzt auch gemacht. Okay. Also, bisschen Konzentration. Wir drehen die Folge Biene Maya, Folge 37, Titel Im Wald der nickenden Fichten. Und Maya und Willi. Was? Maya und Willi haben ein Rendezvous, ja, auf der Blumenwiese. Flip, der Grashüpfer, kommt dann dazu, hyperventiliert ein bisschen, du bist aufgeregt, weil du willst ihnen sagen, dass der Wald brennt. Aber die beiden verstehen erstmal nur. Bitte? Warum bin ich eigentlich so fett? Liegt nur am Kostüm, Liebelein. Also, du willst ihnen erklären, dass der Wald brennt, aber die beiden verstehen nur Bahnhof. Soweit alles verstanden? Biene Maya, die erste Action. Willi! Hallo, Willi! Hallo, Maya! Zusammen Nektar suchen? Oh ja, das wäre fein. Du Maya? Ja? Wir kennen uns ja nun schon so lange. Ja. 36 Folgen schon. Findest du nicht, dass unsere Zuschauer allmählich erwachsen genug sind, um... Naja. Ich weiß nicht genau, ob ich das möchte, Willi. Ich bin noch nicht bereit. Willi will, glaube ich, mit mir knattern, Flip. Flip, ich glaube, du störst gerade. Halt, passt mal auf, Freunde. Ihr läuft was ab. Du, was ich, Maya. Hier, die ganze Bude anbrennen. Hier. Flip, aus, Kampf. Vorbei, 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 vorbei. Also, ich mach's mal konstruktiv. Ihr wart schon auf einem ganz guten Weg. Du, mein Lieber, hüpfst allerdings wie ein Frosch im Wachkoma. Aber... Das machst du gleich noch mal ein bisschen schöner und ich würde mal vorschlagen, das mit dem Knattern hat mir ganz gut gefallen, ehrlich gesagt. Die Zuschauer werden ein bisschen älter von der Biene Maya, die älteren Fans wollen bedient werden. Es gucken aber noch Kinder zu, deswegen spielt die gleiche Szene noch mal, aber jetzt bitte als Sexualaufklärung für Kinder, also mit Blumen, Bienen, dem ganzen Tralala. Viel Spaß, das gleiche noch mal als Sexualaufklärung. Okay. Action! Guck mal hier, Willi. Eine Blume. Oh, eine Blume. Wenn ich jetzt da dran gehe und dann du und so Bestäubung, weißt du? Ja. Auch neue Blumen kommen dann. Ach so. Samen. Samen? Sexualität. Oh nein. Sexualität? Ja. Was ist das, Maya? Befruchtung. Samen. Grashüpfer und Bienen können nicht. Halt die Fresse, der Wald brennt. Hier. Cut! Cut! Ja! Kinder! Ich sag mal so.
Wenn man so die Leute aufklärt, ist es kein Wunder, dass die Deutschen aussterben. Das ist ja unfassbar. Nee, Leute, ich glaube, wir kommen mal wieder zur eigentlichen Handlung zurück. Also du hast ihnen jetzt gesagt, der Wald brennt. Ihr habt es irgendwann auch verstanden, trotz eures erschreckend niedrigen IQs. Ihr geht also los, um den Brand zu löschen. Trefft unterwegs Thekla die Spinne. Thekla, ist sie noch da? Ja, komme! Ja. Ja, so ein Klassenwort. Ja, wir müssen das nicht machen. Ne? Also. Okay, Leute, wir haben einen Riesenfehler gemacht. Wir hätten ohne ihn anfangen sollen. Jetzt ist es zu spät. Also, nochmal für dich. Du hast sie in deinem eigenen Netz verheddert und Ja! Redest die anderen, dich zu befreien. Okay. Action! Oh nein, eine Kugelspinne. Ich bin eine Kreuzspinne. Oh, eine Kreuzspinne. Ihr blöden kleinen Fetten. Wir müssen ihr helfen. Kannst du mal hochspringen, Flip? Thekla, du bist es. Ja, ich bin es. Pass auf, Spinnenmann, der Wald brennt. Ich bin eine Spinnenfrau, so, du blödes, grünes Gedöns. Ich habe mich in meinem Netz verfangen. Vielleicht, wenn wir alle mal ziehen. Wo dran? Am Netz. Am Netz ist okay, sonst nicht. Gut. Ja, so. Ich sag mal, da habt ihr jetzt alles reingelegt, Ja. Was ihr könnt. Ich hab kein Netz mehr. Ich fand, das war sehr actionreich. Nein, das war wirklich, ich habe selten sowas Actionreiches gesehen. Also da gucke ich lieber nach Farbe beim Trocknen zu, aber egal. Wir machen jetzt Folgendes, um die Szene ein bisschen aufzulockern. Wir spielen exakt das gleiche nochmal, aber jetzt denkt ihr bitte an die 60er Jahre. Hippies, also kurz gesagt, spielt's bekifft. Viel Spaß, Action! '60er-Jahre-Hippie-Film. Was ist bekifft? Das ist Rauchen, aber richtig. Paul, bleib einfach so, es ist dein Zustand. Ja. Sei du einfach du selber. Und Action. Oh, Maya. Babies. Du bist ja so gelb, schwarz, gelb, schwarz, ja. Afghane. Crazy. Oh Mann, ich bin auf einem ganz schlechten Trip, ey. Ich sehe sprechende Bienen. Buttonflash. Ich glaube, ich spinne, achte. Fliegen. Kann man das rauchen? Oh. Pass auf, Freunde, der Wald raucht und das sind nicht wir. Oh, oh mein Gott! Nee, das war ganz toll. Ihr habt die halbe Deko umgerissen und vergessen, die dicke Spinne zu befreien. Aber sonst war es super. Wirklich, ganz toll. Naja, ich kam okay. Halt aus dem Trip nicht mehr raus. Ja, ich hab's gemerkt. Jetzt pass mal auf, wir lassen die aber so. Die Szene ist im Kasten. Ja. Besser kriegen wir es heute eh nicht mehr hin. Szene 3, das Feuer kommt immer näher. Alle überlegen verzweifelt, wie man das Feuer löschen könnte. Und jetzt hat Maya die rettende Idee, einen Regentanz aufzuführen. Und ihr habt Glück, es fängt an zu regnen und das Feuer wird gelöscht. Also realistisch. Und Action! Oh nein, der Wald brennt! Und was machen wir denn hier? Der ganze Wald brennt! Ja! Alles brennt nieder! Aber Maya, jetzt tu doch was! Maya, hilf uns! Ich habe eine Idee! Nee, das ist Vicky. Ach so, nee, das ist Vicky! Lass uns doch einen Regentanz tanzen, dann fängt es an zu regnen und der Wald ist gelöscht. Sehr gute Idee. Ich hab doch auch noch meine Geige. Die muss hier irgendwo hinter diesen Blumen liegen. Du fängst an. Ja. Wie geht denn Regentanz, Maya? So. Viel wichtiger wäre, wie geht Geige? Oh Regen, oh Regen, oh Regen, oh Regen, oh Regen, oh Regen. Bitte schön. Regen, oh 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 Regen, oh
Ja, wieder was gelernt. Tanzen könnte auch nicht. Gut, also pass auf, es hat ja keinen Zweck. Wir müssen an die junge Zielgruppe ran und es muss ein bisschen Pep, es muss Humor rein, es muss Action rein. Deswegen müssen wir den Geist von Filmen wiederbeleben, die wir alle als Kinder geliebt haben. Ihr macht diese Szene so nochmal, aber jetzt, ganz wichtig, als Bud Spencer und Terence Hill Film. Ich bin sehr gespannt. Action! Ach, Willi.